Wum, wum. Und Action! Action! Was geht, Leute? Willkommen bei den Außenseitern. Bei den Außenseitern. Wir müssen beide drauf sein. Außenseiter. Wer winkt schon so? Oh ja, genau, ich muss hinter dir. Wir wollen heute mit euch über ein Thema reden. Viele von euch werden das kennen, viele von euch werden das nicht kennen, weil sie noch nicht volljährig sind. Nein, es geht nicht um Alkohol. Sondern wir wollen reden über Autos. Boah, du hast ein Auto, Alter. Jetzt bist du ein Mann. Genau wie meine Schwester. Verdammte Scheiße, Mann. Darf ich mitfahren, Alter? Und aus dem Fenster gucken. Wie ein Hund und so. Nee, Mann. Hast du mir überhaupt gerade zugehört? Ich hab gesagt, ich hab ein Auto, Mann. Das heißt, ich bin zu gut für dich, Alter. Was? Ey, du. Wow, bitte lass mich rein, Alter. Bitte. Ich mach dir sogar eine Massage. Bitte. Wow. Nein. Ist es euch schon aufgefallen, dass viele Leute zu cool werden, wenn die ein Auto bekommen? Oh, Alter, okay, pass auf, ich werde es dir erklären. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Traumjob bei der Bank oder so, Millionen von Dollar. Es ist keine geile Freundin wie Megan Fox oder so. Es ist ein Auto, verdammt. Verstehst du, das ist die Erfüllung deiner Träume. Ich meine, mit einem Auto kannst du voll viel anstellen, wie zum Beispiel... Ey, du kannst voll viel mit deinem Auto anstellen, ja? Weißt du? Ich hatte zum Beispiel mein erstes Mal in meinem Auto. Nein, warte, das stimmt nicht. Nein, ich hatte mein erstes Mal mit meinem Auto. Yeah! So wird das gemacht. Ho! Okay, das war merkwürdig. Aber was kann man sonst noch so mit deinem Auto anstellen? Ich weiß was. Man kann zum Beispiel cool sein mit deinem Auto. Und zwar, das geht ganz einfach. Du legst einfach deine Hand so auf das Fenster. Du fährst und guckst ganz cool aus dem Fenster so. Ey... Alter, hast du ein Problem? Alter, hast du mich angeschaut, Alter? Ich weiß, du bist nur ein Baum, aber ey, pass auf. Sei vorsichtig, Mann. Ich hab ein Auto. Man fühlt sich auf einmal so sicher. Du bist in einem Auto. Keiner sieht Auto. Yeah, du kannst alles sagen, was du willst. Ey, Bitch! Juhu! Alter, halt die Fresse, wenn ich fahre, hey? Warte, schalte Musik. Yeah! Warte, du fährst ja. Und du kannst dich natürlich in deinem Auto über die ganze Welt auflegen, über alle Menschen, denn alles ist scheiße und du hast ein Auto. Und wenn du ein Auto hast, dann musst du dich über alles aufregen, denn alles ist einfach scheiße. Na, was geht denn mit dir? Wieso gehst du über Rot? Es ist doch Rot, verdammte Scheiße! Oder wenn zwei Autos an einer Ampel nebeneinander anhalten, das wissen wir bestimmt alle, ja, dann beginnt dieses Kopf-nach-hinten-Spiel. Man muss natürlich zeigen, wer der Coolste ist. Aber dann muss man natürlich aufpassen, dass man seinem Körper keinen Schaden zufügt, denn das könnte so enden. Alle Menschen fahren auf ihre eigene Art und Weise. Viele Jungs fahren zum Beispiel so. Geisterauto, weißt du, keiner sieht, dass du drin bist, deswegen kann man es auch ein Geisterauto nennen. Oder ich fahre gleichzeitig und suche Musik. Wo ist die CD? Wow. Ah, die CD, ja, genau. Und wenn die Polizei kommt, schnell nach oben kurbeln. Ganz schnell. Die meisten Frauen fahren aber immer so mit dem Lenkrad, so ganz nah am Körper, sodass das Lenkrad ihre Brüste berührt oder keine Ahnung, was sie dabei haben. So ein nettes Gefühl. Vielleicht lenkt sie mitten Brüste. Ich habe echt schon ganz viele Frauen gesehen, die so fahren. Also, total konzentriert auf einmal so. Oh mein Gott! Oh, ich fahre ja noch gar nicht. Oder was ich mal gesehen habe, fährt eine Frau durch die Straße, sieht eine Katze, macht die Augen zu und lenkt gar nicht. Sie macht sie einfach zu, aber sie fährt weiter. Bin ich schon im Himmel? Meine Mutter fährt zum Beispiel so. So fährt deine Mutter. Meine Mutter. Mein Vater ist früher so gefahren. 400, 500, 600. Führerschein verloren. Das ist nicht witzig, weil er bekommt ihn bald wieder. Ja, das sagt er. Ja, für die Mädchen ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ein Junge ein Auto hat. Ey, hast du ein Auto? Nein. Verpiss dich, du Versager! Meine Brüste kannst du nicht haben! Du hast denn kein Auto! Dein Auto kann meine Brüste haben! Schwachsinn, was geht ab, Mann? Ein anderes Thema ist natürlich Autotuning. Ganz viele Jungs müssen ja Autotunen, machen ganz coole Sachen. Als ich mein erstes Auto hatte, da habe ich es natürlich auch getuned. Und zwar habe ich so einen Duftbaum aufgehängt.
Da habe ich mich gleich voll cool gefühlt. Ich hatte nämlich einen Duftbaum, Alter. Ey, yo, cooler Duftbaum. Ey, Mann, Duftbaum, Alter. Ich meine, ich hab Respekt. Ey, Mann, ist das etwa ein Duftbaum? Das ist ein Duftbaum. Willst du mal riechen? Fuck, Mann, ein Duftbaum. Willst du mal riechen? Ey, Jungs, das ist ein Duftbaum. Ich meine, ein Duftbaum. Wow, fuck, Mann, das ist ein Duftbaum. Lass uns bezahlen. Ey, kommt hier, der hat einen Duftbaum. Scheiße, Mann. Ey, der wird der Beste sein, Mann. Ey. Aber sind wir doch bestimmt was Großes. Duftbaum, Alter.